Ich bin Kahn, Häuptling der Blotthuftauben. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein, mein Dorf ist in Gefahr. Oh nein, wir werden ihm helfen. Ich muss mehr über dieses Orakel wissen. Genau. Folgt ihnen, beschützt Kern um jeden Preis. Kern beschützen, zum Dorf folgen, muss überleben, Thrall muss überleben, natürlich. Und die haben mehr Einheiten, als wir Platz haben. Denn wir können ja immer nur 12 Einheiten ins, quasi ins Interface nehmen, sozusagen. Und die 13. hinten, die muss halt so mitlaufen. Naja, egal, nicht so schlimm. Ich denke mal, wir verlieren dann sowieso bald wieder ein paar Truppen. Muss aber sagen, die Ork-Einheiten sind mir deutlich sympathischer. Die sind deutlich stärker als die komischen untoten Gude da, die wir hatten. Die war ein bisschen lästig, aber die Orks hier, die halten durchaus einiges aus, quasi, ne? Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Haben auch, glaube ich, mehr Lebenspunkte. So, los da, ran! Die brauchen ganz schön lange, die Penner. Oh, lalala. Bist du Tauren? Ich wusste es doch, dass die zum Tauren gehören. So. Und da werden wir auch schon direkt angegriffen. Na los. Die Tauren sterben sofort, die waren doch schon irgendwie, die hatten gerade noch volles Leben, da waren die zack mit einem Mal runter auf 10% live. Komisch. Gerade noch rechtzeitig, die nächste Welle rückt schon vor. Ach, sag bloß, das ist sein Dorf. Das ist aber nicht wirklich im Norden. Das ist eher im Nordosten, ne? Oder das ist nur so ein kleines Zwischenlager, kann ja auch sein. Oh. Ah, guck mal, die können gar nichts, ey, das ist voll easy. Ja, übelst viele Einheiten und ganz wenig Feinde. So, ich heile uns mal alle. Da kommen sie wieder. Attacke! Ein paar Wölfe noch beschwören, so. Und, da ist irgendwie ein Anführer. Ist das der Anführer? Hat so eine komische Farbe. Egal, wir hauen die einfach mal über den Haufen hier. Oh, ja. Sterbt alle. Geht alle mal schön sterben. So, und ciao. Nee, war wohl kein Anführer. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Da ist einer. Diesmal haben sie einen Helden dabei. Oh nein. Den hauen wir auch gleich. Erstmal den Typen hier vorne, so. Und dann die Kollegen hier. Wölfe. So. Ja, der hat so eine komische Aura. Kettenblitz. Oh, stirb, du Held. Meine Heilung aufstellen. Hauptquest erledigt. Kern beschützen. Okay. Das war ja relativ simpel, diese Questreihe. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden zu den grünen Wiesen von Malgor. Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja, in der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Thrall. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen. Kapitel 2, der lange Marsch. 2 Tage später auf den öden Ebenen des Brachlandes. Dieses Land ist wild und wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja, wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht. Aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen?
Mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Ja, so sieht's aus, du alter Kern. Okay, also wir müssen jetzt quasi also uns eine... Weiter. Ja, wir müssen uns jetzt quasi hier eine Basis aufbauen. Da ist ein Heilbrunnen, okay. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal... Hier ist Sackgasse. Ich würde sagen, wir gehen mal hier jetzt einfach lang. Und gucken mal. Oh, warte mal, da fehlt noch ein Ork. So. Für die Ehre. Übrigens nicht wundern, dass der Ladebildschirm vom letzten, also quasi von diesem Level hier weg ist. Ich habe im Sound mal ein bisschen lauter gestellt, weil das war so leise. Habe ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrochen und umgestellt. So. Genau. Kettenblitz. Und Geisterwölfe. Einwandfrei. So muss es sein. Und ich glaube, der Sound ist es auch wesentlich besser. Schauen wir mal. So, da geht es auch direkt schon weiter. Können wir mal hier nach links gucken gleich. Hier gibt es vielleicht noch ein paar Mobs, die wir umhauen können. Aber erst noch haben wir die Kollegen hier zu Brei. Sterbt alle. Da hauen die eigentlich meine kleinen Trolle hier. Frechheit. So, ich gehe mal hin nach links gucken. Was haben wir denn da? Die Kodos müssen beschützt werden. Was? Ah, das schaffen die ohne mich, ja? Ich würde mal kurz die hier angreifen. Attacke. Ja. Sie sollen die Tau nicht unvorbereitet finden. Achso, ich darf da nicht lang. Was? Irgendwie gerade komisch hier. Egal, wir hauen sie einfach mal um. So. Eure Zeit ist gekommen. Den hier. Wie durfte ich hier nicht lang gehen gerade? Vielleicht muss ich wirklich die Karawane quasi begleiten. Gut, dann gehen wir halt doch hier lang. Da. Da sind Feinde. Oder ein Feind, um genau zu sein. Ah, ihr Trolle. Nicht. Nein. Die Geister sind ruhelos. Ich kann mir hier so ein Heilding aufstellen. Oh, die greifen immer meine Ranges an. Hier ist gar nicht cool. Mal ganz kurz hier ran heilen an diesem lustigen Heilschutzzauber. Aber viel halt da nicht, ne? Na gut, wir haben ja hinten an diesen Heilbrunnen und wir haben noch einen, den wir hinstellen können. So. Naja, Hälfte live haben sie gereckt, das ist okay. Dann versuchen wir doch mal unser Glück und gehen weiter. Hier oben. Was ist denn hier so? Ah. Kettenblitz. Und die greifen immer die Kollegen hier an. Gar nicht mal so dumm eigentlich, aber es nervt ein bisschen. So. Denk mal, einen Camp haben wir hier noch und dann haben wir den Heilbrunnen direkt, oder? Oh, perfekt, können wir uns direkt heilen. Das ist sehr, sehr schön. Ah, Gesundheitsbrunnen. Und ihr könnt auch noch euch heilen hier, wobei die sind alle noch relativ gut beisammen. Sind ruhelos, Sromka-Krieger. Ihr seid von den Warsong, richtig? Ja, Kriegshäuptling. Hellscream schickte unsere Gruppe aus, euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Seid unbesorgt. Wir finden sie. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Die Zentauren sind zurückgekehrt. Wir werden angegriffen. Ah, das schafft ihr schon. Hau da drauf. Na gut. Egal, wir haben die erste Oase erreicht, die zweite ist hier oben. Wahrscheinlich müssen wir uns hier so durchschlängeln quasi. Ah, das machen die schon. Ich muss meine Truppen hier heilen. Ganz entspannt. So, das heißt, wir haben weitere Grunzer dazu bekommen hier. Diese guten alten Grunzer. Sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach rechts. Können wir gehen? Nee, das Sackgasse gehen also nach links. Und gucken mal, was uns da erwartet. Und wir haben ja neue Geisterwölfe hier, die Wildgeister. Die sind wohl ein bisschen stärker, die haben mehr Leben, machen mehr Schaden. Naja, schade, dass die nur so kurz anhalten. Eine Minute ist ein bisschen sehr, sehr wenig. Aber naja. Man kann halt auch nicht alles haben, ne? Oh, guck mal da, Morlocks. Hey! Kleine Morlocks. Dum, 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 dum. Ich mag Morlocks. Kleine Fischköpfe. Oh, gut, die können sogar kritten, die Wölfe. Ich kann die ja mal vorschicken. Weißt du, so zum Auskundschaften quasi. Die Marodeure greifen wieder an.
Los dahin. Und kämpft, meine Brüder. Ach. Ich bin der Kriegshäuptling. Ah, das machen die schon. Mal kurz hier auskundschaften. Aha, wir müssen da lang. Okay. Dafür sind die halt echt top, ne? Oh, hier sind gar keine Feinde. Das ist ja interessant. Oder die spawnen halt nur, wenn die Karawane in der Nähe ist. Das kann natürlich auch sein. Los, kommt mal ran, Jungs. Wir müssen hier... Ah, los. Bewegt euch. Ich glaube, die spawnen nur, wenn ich da hinkomme mit der Karawane. Oh, hier ist kein Mensch. Aber so sehen wir wenigstens schon mal den Weg. Das ist ganz okay. Ah, guck mal, da ist ein Harpchen. Gut, die sind leider Lufteinheiten. Die kann ich nicht angreifen. So, okay, die folgen mir. Dann mal weiter. Für die Ehre. Du-di-du-di-da. Ja, viel zu erkunden gibt es hier ansonsten nicht. Also es scheint mir so, als wäre das relativ linear aufgebaut. Also wir können jetzt hier keine großen Umwege gehen, was auch Sinn macht, weil wir müssen ja diese Karawane hier beschützen, die übelst langsam ist. Naja. Ah, guck mal da. Hallo. I see you. Mal hier hochschicken. Ich bin der Kriegsalte. So. Die Kodos müssen beschützt werden. Ja, ja, ihr macht das schon. Wir werden angegriffen. Wisst ihr, das sind jetzt neue gespawnt. Tatsächlich. Okay, da müssen wir also quasi erstmal immer hinlatschen und dann spawnen die einfach. Naja, gut. Na los, mach mal hin. Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen noch das Spiel hier durchspielen. Los. Wir werden angegriffen. Was? Frechheit hier. Oh, scheiße. Ich kann ihn nicht anklicken. Ach. So Mist, ey. Na egal, wir haben eh genug Einheiten, passt schon. So, da sind noch mehr. Und mein Held ist leider Aber einmal kann ich auch Wölfe beschwören, das ist ganz okay. Können wir auch nach oben gehen, theoretisch. Die Frage ist, ob wir das machen sollen. Hab ich nicht so einen Questlog? Try muss überleben. Nö, wir haben jetzt hier auch keine Nebenquests. Na gut. Für die Ehre. Dann halt nicht. Ja. Dabu. Für die Ehre. Ah, hier ist ein Shop. Das ist gut. Ja. Vielleicht können wir uns mal einen Mana-Trank leisten. Oh. Wie können wir euch dienen? Ihr könnt mir dienen, indem ihr mir folgt. Was können die denn hier? Einschnüren. Aha, aha, aha. Ah, cool. Lufteinheiten, die eingeschüttet werden, können angegriffen werden, als ob sie Landeinheiten wären. Das ist geil. Das gefällt mir. Schaut euch so, ach, ich hab noch Mana-Tränke. Dann nehme ich. Ach. Die Kodos müssen beschützt werden. Ja, warte doch. Nicht so schnell. Entschuldigung. Aber ihr wisst ja, ich kann mich leider nicht muten. Das ist ein bisschen ärgerlich in Walk of 3. Das ärgert mich. Ich mute mich ganz gern mal, wenn ich mal husten muss. Aber leider, ja, geht's nicht. Letztens musste ich mir voll den Nieser verkneifen die ganze Zeit, ey. Das war richtig anstrengend. Egal. So. Mit der Einschnittfähigkeit, ja, das habe ich schon gesehen. Das werden wir auch gleich mal hier ausprobieren. Eins. Zwei. Drei. Ja, easy. Das ist ja super. So, der Kollege hier kommt auch. Ah, meine Wölfe machen das schon, wobei. Die despawnen wahrscheinlich vorher. Aber ich kann einfach nochmal neue beschwören. Los. Ran da. So, wenn dann, dessen gehe ich schon mal weiter hier. Aha, aha, aha. Gut, hier ist uns auch keiner. Das sind nochmal Harpchen. Alles klar. Komm, Schwestern. Zu lange haben wir kein Fleisch von Fremden mehr gekostet. Ekelhaft. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfreiter euch am Boden haben, habt ihr kaum Chancen gegen uns. Kein Verlust von diesen Wolfreitern. Verdammter Mist. Das ist ganz, ganz ungünstig. Das ist blöd. Ich hau mal die Tante hier runter. Also weiter. Ach nee, doch kein verloren. Ah, der war gewirbelt. Wie fies, ey. Los. Komm runter, du komische Königin. Stirb. Nein, du hast keine Chance. So. Totem der Macht. Aha, was kann das denn? Erhöht die Kraft des Helden um 1. Ist das viel? Also weiter. Boah, naja gut. Viel sieht eventuell anders aus. Für die Ehre. Für die Ehre.